So, liebe Mondscheinrenner, es ist wieder soweit. Bereits zum 5. Mal führen wir den Mondscheinrennen durch. Diesmal sind wir in Straberg gelandet. Der FC Straberg hat uns eingeladen, seine Trainingsstrecke mit all seinen Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Dazu der neue Sportplatz, der in Eigenleistung eine Kunststoffbahn und einen Kunstrasen erhalten hat. Auf geht's! Mit ca. 2750 Einwohnern ist das Walldorf einer der kleineren Stadtteile von Dormagen. Natur und Landwirtschaft bestimmen das Dorfbild und das Umland. Der Mühlenbusch ist sicherlich das größte Gut Strabergs. Mit seinen Waldwiesen, Wanderwegen und Bachläufen bietet die Region höchst Naherholungswert und wird von vielen Bewohnern der Region intensiv genutzt. Drei der erfolgreichsten deutschen Obstzüchter des 19. Jahrhunderts hatten ihr Wirkungsfeld im heutigen Rheinkreis Neuss. Über das Fledermausquartier freuen wir Mondscheinrunner uns besonders. Am südlichsten Teil der Strecke liegt das Kloster Knechtsteden. Im frühen 12. Jahrhundert wurde der Bau durch den Kölner Erzbischof Friedrich I. in Auftrag gegeben. Als Napoleon 1795 die linksrheinischen Gebiete besetzte und diese 1797 gesetzlich mit dem französischen Staatsgebiet verband, flohen die Mitglieder des Klosters Knechtsteden und das Kloster wurde von den Bewohnern der umliegenden Orte geplündert. 1895 wurde die Ruine schließlich mit Hilfe des Kölner Erzbischofs Krementz und der Erlaubnis der preußischen Regierung für den Orden der Spiritaner erworben. 1896 errichtete Pater Acker dort eine Missionsschule, 1898 ein Brüdernoviziat und 1905 ein Priesterseminar.
In der nationalsozialistischen Diktatur wurde das Kloster 1941 beschlagnahmt und enteignet. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird das Kloster wieder durch Spiritaner genutzt. Während der Bauzeit der Basilika von 1138 bis 1180 entstand ein Fresko, das heißt ein Gemälde, das in den feuchten Putz gemalt wurde und im Zentrum Christus als den Weltherrscher zeigt. Ein Brand in 1869 machte Stift und Kirche zur Ruine. Bauvereine ließen ab 1878 die Kirche erneuern und auch Brandschäden am Fresko in der Westapsis beseitigen. Die Kirche erhielt dann im Laufe der Jahre eine völlig neue Ausstattung. Die Kirchenfenster wurden 1889 bis 1910 erneuert. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine farbige, romanische Dekoration. Sie beschränkte sich auf die Architekturteile des Innern. Es war eines der frühesten und vollständigsten romanischen Dekorationssysteme am Niederrhein. Es wurde jedoch beseitigt und durch einen grauen Anstrich ersetzt. 1938 zur 800-Jahr-Feier wurde das Innere aufgrund alter Farbspuren neu gefasst. Das Kloster beherbergt heute zahlreiche Ausstellungen. Zurzeit wird unter dem Motto "Ein Stück Zeitgeschichte" im Kreuzgang des Missionshauses die Ausstellung Lazarett, Knecht Steden, 1940 bis 1945 gezeigt. Zusätzlich beherbergt das Klostergelände einige Einrichtungen, wie zum Beispiel das Norbert-Gymnasium, den Kulturhof Knecht Steden und den Kunstverein. So, das ist die Strecke. Viel zu schade, um die im Dunkeln zu laufen. Das heißt, wenn wir 19.30 Uhr am 22. Mai loslaufen, ist es zum Glück noch hell. Und so können wir alle Sehenswürdigkeiten noch einmal genießen. Eine wunderschöne Strecke, wunderschön im Wald gelegen. Also besser kann es ein Läufer gar nicht haben. Wir freuen uns auf euch.